So, hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Ezio Collection Assassin's Creed 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wie ihr seht, wir sind in Monteriggioni in der Villa, weil ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen ausbauen. In der Truhe sind 3000 noch was drin. Die wollte ich jetzt noch holen, damit wir mehr ausbauen können. Den nehme ich mal mit. Dann haben wir jetzt 16.000 und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was wir hier Buongiorno. alles ausbauen können. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Das machen wir gerne. Gerne, gerne, gerne. So, wir können den Brunnen haben wir. Dann würde ich sagen, wir machen die Diebesgilde. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Dann, was wir machen, ist die Kirche, weil das habe ich ja gesagt. Das ist eigentlich immer ein sehr, sehr schöne Sehenswürdigkeit. Also wer Kirchen mag, ich finde diese Innenarchitektur und auch diese Malereien in der Kirche. Ich bin jetzt kein Kirchengänger, so, ne? Aber ich finde das schon sehr geil gemacht und sehr, sehr schön. Ich glaube jetzt auch nicht, gratis von Gott, aber das hat jetzt damit nichts zu tun, sondern mir geht es eigentlich nur um die Architektur und auch um die Malereien. Das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und deswegen bauen wir die Kirche hier jetzt aus und damit ist das hier offen und die Leute können in den Gottesdienst gehen. Dann, damit die Militärkaserne auch ein bisschen Spaß im Dorf hat, machen wir hier ein Bordell. Dann würde ich sagen, wir machen auch noch die Mine noch offen. Da kriegen wir auch schon wieder Geld rein. Dann haben wir nämlich soweit alles schon mal angefangen. Die Bank brauchen wir natürlich. So, wie ihr seht, es wird immer mehr. Und schon sind wir in einem Wert von 30.000 gekommen. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. So. Dann wollen wir uns das doch mal alles hier ansehen. Die Kirche. Jetzt gehen wir mal rein in die Kirche. Die gehen wir jetzt mal rein, weil dann können wir die Truhen da mitnehmen. Ich bin da nämlich nicht reingekommen wegen den Truhen. Zu den Truhen, weil die ja noch zu war. Gerade letzten Aber Monat jetzt kommen wir kochte der rein. Da ist die Kirche. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön. Und jetzt bin ich hier drin und kriege trotzdem keine Truhen. Ach, da oben sind die. Okay, da müssen wir gucken, wie kommen wir da hoch. Ich denke so. Okay, das ist strange. Ich komme da nicht rauf, ernsthaft. Das heißt, ich muss da jetzt echt dahin. Wow, das war knapp. Okay, nochmal. Also, geht doch. So, dann können wir nämlich endlich die Truhen hier mitnehmen. Oh, so rum. Falschen Knopf gedrückt. Sehr schön. Schon haben wir wieder Geld hier. Kann es sein, dass ich den Schmied vergessen habe? Aber egal, den machen wir halt da beim nächsten. Ne, habe ich nicht vergessen. So, jetzt laufen da auch ein paar Kurtisanen rum. Jetzt schauen wir mal, wie viel Truhen wir hier noch brauchen, weil ich habe schon echt gut gesäubert hier. Das ist die Mine, die müssen wir noch, da können wir noch reingehen, dann haben wir die hier auch weg. Und das sind alles Dinger, da kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir noch warten, bis wir das Utensil haben, mit dem wir auch wie heißt das, diesen Turm erklimmen können in Florenz.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus. Und gehen zurück nach Florenz. Sehr schön. Aber jetzt werde ich reiten bis zur Grenze. So, wir müssen nach rechts. Sind schon 4000 jetzt auf einen Schlag drin. Kann sein, dass wir bald wieder her müssen, die Truhe leeren. So, dann reiten wir jetzt mal ein bisschen. So. Wir müssen hier lang. Okay, da dann würde ich sagen, was kostet das jetzt von hier? Da bin ich jetzt gespannt. Achso, da kann man nur dahin. Ich will nach Florenz. Egal. Da haben wir einen Kunsthändler. Ach, der ist da drüben. Was ist denn das? Gar nichts. Okay. Hier bauen sie schön. Komme ich denn dahin zu dem Kunsthändler? Ach da. Mal gucken. Kunden, ihr wisst, ich Schatzkarte, die haben wir schon. Okay. Ciao, da haben wir eine Codex-Seite. Die nehmen wir mit. Direkt. Das ist auf der anderen Seite, ne? Da irgendwo. Da ist sie. Und da ist er wieder. Wir müssen da rein. Da ist sie. Da ist sie. Auf das euer gesegnetes Vorhaben erfolgt. Bravo, ragazzo. Das war Schiss, was? So. Erstmal plündern. Der Teufel wird deine Sünden sicher zehnfach belohnen. Madre di Dio, heiliger Vater, schütze mich. Der Teufel ist los. Nein, 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 kein Teufel. Ein Assassine, kein Teufel. So, nochmal die Codex-Seite. Dann haben wir hier noch. Ups. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. Was immer der getrunken hat, es muss gut gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, war lecker. So, dann schauen wir mal drüber. Wo ist hier die Truhe? Okay, warte, ich spring mal da rein kurz. Da ist er. Sehr schön, haben wir die auch.
Und wieder keine Tür, war ja klar. Wie kommt sie denn da rein, wenn da keine Tür ist? Ach, da ist sie. Ich dachte schon. So, jetzt wollen wir hier schnell den Steckbrief nehmen wir mit. Der ist hier irgendwo. Da. Nice. Haben wir das wieder alles bereinigt. Sehr nice. Wunderbar. So, Tala. Wisst ihr was? Ich hab Bock auf das Assassinengrab. Assassinenkrieg, wollte ich schon sagen. Wer ist er? Was Zeus? Was Odysseus? So. Vor allem italienische Metropole. Was hat Odysseus damit zu tun? Ne? Oder Zeus? Naja, egal. Da haben die nicht aufgepasst in Geschichte. Da haben wir nochmal eine Dings, dann nehmen wir die doch direkt mit. Wenn wir schon hier sind. Sehr schön. Ach, hat er sich nicht abgerollt, ernsthaft? Nein. Okay, da lassen wir uns gleich heilen hier. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser fühlen. Das glaube ich auch, bist ein guter Doc. So, auf geht's. Dann schauen wir mal zu dem Assassinengrab. Erst nehmen wir die Truhe mit. Die sind halt wirklich easy zu finden, ne? Am besten ist halt wirklich, das schon alles so vorher mit einzusammeln, weil danach habt ihr echt Stress sonst. Deswegen lieber schon alles vorher ein bisschen entstauben und dann so Doppelklinge. Jetzt stirbst du! Sagte er und ist tot. Okay, da waren wir schon drin. Sind sie umsonst gestorben? Warum bewachen die das dann überhaupt noch? Gott erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Gott erbarme dich, Uwe. Salute! Siehst du, der hat Spaß. Selbst wenn wir töten, der liebt uns noch. Ihr habt mich enttäuscht, mein Herr. Ich werde leicht gewalttätig, wenn ich enttäuscht werde. Echt so? Ich gebe den Eltern die Schuld. Egal, wir gehen darauf, holen die Truhe. Ne, das ist die falsche Seite. Wir müssen. Da war doch eine Truhe. Meine Leiche. Wache. Die ist doch hier. Lazio, so leicht kommst du nicht davon. Jetzt haben die mich echt. Weil ich auch dahin laufe, ich Idiot. So. Das stellen wir wieder weg. Da ist irgendwo die Truhe. Da ist die Truhe. So. Da haben wir sie doch. Können wir jetzt endlich zu dem Assassinengrab gehen? Sehr schön. Da habe ich doch gerade abgerissen, jetzt muss ich schon wieder abreißen. Das ist doch unfassbar. So. Dann haben wir das. So, dann gehen wir da rüber. Einmal bitte hier außen rum. Andere Seite wäre besser. Ernsthaft? Egal, dann gehen wir da rauf. Gehen wir da rüber, über die Mauer. Jetzt springt der da nicht drauf. Was ist denn mit dem los, sag mal? Hoch mit dir, was ist? So. Wie
Kann man auch anheuern, brauchen wir aber nicht. So. Und schon wieder haben wir eine Truhe. Sehr schön. Ja, mit. Und am Assassinengrab sind wir auch. Perfekt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da wieder rauskommen. Sehr nice. Das ist nämlich hier direkt vor uns. So. Dann gehen wir doch da rein und machen dieses Grab. Weil, wie gesagt, umso schneller wir das haben, diese 6 Teile, umso schneller kriegen wir unsere Montur. Und wir sind auch nicht mehr so schnell verwundbar und alles geht kaputt und bla bla bla. Und es sieht auch mega geil aus dazu noch. Oh meine Fresse, das ist das hier. Oi, yo. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Tschüss. Aha, da hinten geht's hoch. So, die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Das wollen wir doch hoffen, dass wir das finden. Bin zuversichtlich. So, dann gehen wir mal darauf. Ich denke mal, wir müssen nach links, so wie ich das gerade gesehen habe. So. Erstmal hier lang. Er will nicht darüber, doch er will. Er will doch nicht. Was ist denn mit dem? Junge, echt muss der sich da hinstellen, dass der da hinkommt. Das ist hart. Okay, ich habe gedacht, wir müssen nach links. Gut, dann müssen wir nach rechts. Das sieht doch schon mal gediegen aus. So. Einmal hier rüber. Dann würde ich sagen, einmal hier rüber, weil da die Tauben sind. Und einmal hier rüber. Und einmal hier rüber. Und dann hier rüber. Sehr schön. Bene, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ich hoffe halt nicht, dass wir das tun. Wir müssen darüber. Sehr schön. Und dann auf die andere Seite, glaube ich, war das. Genau da lang. Und einmal hier rüber. Danke. Jetzt bin ich fast erschrocken. So. Aber wenn, achso, da ist ja der Kronkorken, wollte ich schon sagen. Der Kronleuchter. Wir müssen hier lang. Und hier und dann hier. Ah, das ist das, was ich gesehen habe. Deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt gewesen. Dann gehen wir darauf. Darüber, darüber, darüber. Zack. Müssen wir jetzt geradeaus oder müssen wir in die Mitte? Ich glaube, wir müssen darüber. So sei es. Darüber oder da hoch? Nein, darüber. Sehr schön. Also bis jetzt läuft das richtig gut. Das freut mich sehr. Und dann
haben wir das geschafft, da oben hin. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier hin und dann da, wo die... da lang oder da lang? Ne, von da sind wir gekommen. Also, aber wir müssen darüber, glaube ich, gell? Okay, das war nichts. Doch, das war was. Okay, ja, das wäre halt hier gewesen, aber egal. Dann müssen wir hier rüber. Dann darüber. Zack, zack, zack. Auf das Kreuz, oder? Oder ne, darüber. Darüber müssen wir. Okay. Darauf. Darüber. Dann hier rüber. Glaube ich. Doch, das ist es schon. Dann hier rüber. Und hier hoch. Bis jetzt, wie gesagt, läuft echt gut. Das freut mich wirklich, ohne Scheiß. Weil, wo ich das erste Mal gespielt habe, ich bin 20 Mal da runtergefallen, glaube ich. So, wo müssen wir jetzt da hin? Ah, okay, ich verstehe schon. Wir müssen hier rüber. So. Kann man da ganz hoch? Ja, kann man. Dann brauchen wir nicht da. So. Kommt der von da dahin? Wow, Bruder. Wow. Jetzt war aber kurz Herzinfarkt-Alarm. Ernsthaft? Okay, nee, wir hätten da hinspringen können und da. Okay, ja, verstanden. So. So, dann sind wir da auch drüben. Dann gehen wir da rauf. Der geht dann nicht hoch. Ernsthaft? Das ist aber schade. Geht er da hoch? Auch nicht. Vielleicht geht er hier hoch. Das sieht eher danach aus, dass er hier hoch könnte. Jawohl. Das ist doch schon mal was. Dann gehen wir da lang. Dann müssen wir, ich glaube, hier rauf. Auf diesen Stempel hier rüber. Zack. Darüber. Alter, so. Hier. Junge. Boah, Bruder. Uiuiui, Herzinfarkt. So. Dann einmal auf diesen hier. Einmal darauf. Einmal da, da. Und dann sind wir hier. Natürlich einmal hier rum. Danke. So. Dann können wir da laufen. Das machen wir so lieber besser. Wenn man Zeit ist, geht ja nicht auf Zeit. Wir haben alles. Kann man alles entspannt machen. So. Jetzt wird's kritisch. So. Und darauf. Jetzt, wenn ich darüber gehe, dann gehe ich ja wieder hier lang. Ich hätte da hoch müssen, glaube ich, ne? Da wollte ich rauf. Genau, da wollte ich. So, das sieht doch alles sehr gut aus. Sehr schön. Und schon sind wir da. Da ist es. Aha. Also
wenn ich jetzt von Erfindungen ausgehe, wie ich ja das mit der versteckten Klinge hatte, dann würde ich jetzt sagen, entweder ist das ein Gift- oder Rauchbombe, hat die erfunden oder sowas. Oh, falsch. Da hinten ist das Assassinengrab. So, aber erstmal würde ich sagen, nehmen wir mal die Truhen mit, dass wir die haben. Dann haben wir hier noch eine. Und das war's, glaube ich. Gut, da waren bloß drei. Dann können wir das Grab öffnen und unsere zweite Schale holen, Scheibe holen. Siegel. Wunderschön. Wunderschön. 2 von 6. Wir kommen der Sache immer näher. Ich freue mich. Aber jetzt, Leute, wirklich. Jetzt muss ich schon wieder Trophäe. Chorknabe. Aber wir in der Kirche warten. Ganz toll. Erwartet, das kann ich euch kurz sagen. Chorknabe ist, glaube ich, dass ich nicht runtergefallen bin. Warte, ich sage euch das. Wartet kurz. Chorknabe ist gut. Ich dachte jetzt, da wäre was gewesen wegen Runterfallen. Freut mich, freut mich, freut mich. Haben wir das zweite Siegel. Wir nähern uns dieser Montur von Altair. So. Gut, dann werde ich mich bei euch verabschieden, wenn ich die Truhe aufgemacht habe. Da ist noch eine. Sehr schön. Dann haben wir die jetzt auch. Ich bin ja gespannt hier mit den Türmen. Das dauert natürlich noch. Wie gesagt, da brauchen wir ein bestimmtes Utensil, um da hochzukommen. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen gerne nach oben da und ein kostenloses Abo. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, Servus, Ciao, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.